Da wir in der letzten Folge gelernt haben, was Instanzen von Objekten sind, lernen wir in dieser Folge, wie wir das Ganze in die Praxis umsetzen. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das am besten jetzt einmal ansehen. Also im Grunde, was wir jetzt machen, ist, wir erstellen einmal ein neues Package und eine neue Klasse. Nämlich, was wir machen wollen, wir wollen diesen Menschen mit verschiedenen Eigenschaften auszeichnen. Also bei uns Attribute. Und wie wir das Ganze machen, ist, indem wir dem verschiedene Variablen zuweisen. Das heißt zum Beispiel eine Variable fürs Alter, eine fürs Geschlecht und so weiter und so fort. Und ja, das können wir im Grunde dann zuweisen. So, was wir jetzt gemacht haben, wir haben verschiedene Private, Strings und Integer erstellt. Private steht für privat, also das Ganze soll nur in dieser Klasse sein. Und soll auch nicht von außen zugreifbar sein. Wir haben einmal einen String Name, einmal einen String als Job und einmal einen String als Hobby. Und dann haben wir einen aus der Reihe stehenden, nämlich einen Integer, als Alter, weil man kann ja nicht schreiben, alter Hund. Jetzt als Beispiel. Und ja, deshalb wollen wir da unbedingt eine Zahl haben. Nicht ohne Grund ist in dieser Folge mehr Inhalt. In dieser Folge lernen wir nämlich noch, was der Konstruktor macht. Und im Grunde werde ich euch jetzt einmal das Prinzip erklären. Nämlich, der Konstruktor, wie der Name schon sagt, kreiert etwas oder konstruiert etwas, eher gesagt. Und in unserem Fall sind das die Strings und der Integer Name, Job, Hobby und Age. So, wir werden jetzt erstmal eine neue Methode hinzufügen. Dazu werden wir einmal hier hinschreiben, public human. So, das wäre jetzt im Grunde, wo der Konstruktor ins Spiel kommt. Aber wir müssen noch die ganzen Integers mit einfügen. Das heißt, Strings und Integer. So, ich habe jetzt die Strings und den Integer eingefügt. Und was ich jetzt mache, ist this. Jetzt Name, damit wird dieser Name hier oben angesteuert, gleich Name. So, das heißt, was wir jetzt damit meinen, ist, wir wollen diesen Namen haben und wollen den hier als beschrieben haben. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwas in der Konsole ausgeben und könnten sagen, der Name der Person lautet plus Name. Das könnten wir jetzt machen. Aber wir wollen das Ganze ja mit dem Konstruktor machen. Und deshalb werden wir jetzt etwas Besonderes machen. So, wir Programmierer, wir sind faul. Wir wollen das jetzt nicht, wenn wir jetzt hier, sagen wir, 250 Attribute haben, wollen wir das Ganze nicht als hier einmal eintippen. Also, was wir machen, wir löschen diesen Teil einmal raus. Und jetzt kommt das Besondere. Wir klicken einmal hier oben auf Source. Und dann generate constructor using fields. Das heißt, wir generieren den Konstruktor mit diesen Feldern. Dann nehmt ihr einmal alle Strings, die ihr haben wollt, und klickt auf generate. So, jetzt wurde das für uns erstellt. Und wir haben hier diesen Konstruktor. Hier steht jetzt noch irgendwas von super. Das brauchen wir nicht. Das können wir jetzt einmal rauslöschen. So, ihr seht schon, ich bin in die Boot-Klasse gewechselt und habe einmal hier was hingeschrieben. Nämlich, wir wollen einen Mensch mit dem Namen Tim, gleich neuer Mensch, und dann wollen wir von hier, von unserer human.java, wollen wir einmal unseren Namen, String, Job, String, Hobby und Age wollen wir da einfügen, und das im Grunde ganz einfach, dass wir das nach der Reihe einfügen. So, jetzt wollen wir noch einmal sehen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert hat. Deshalb gehen wir in unsere human.java und erstellen einmal eine neue Methode. Diese nennen wir printInfos und da schreiben wir jetzt einmal die verschiedenen Sachen rein, die wir haben wollen. So, wir haben jetzt einmal hier unsere Sachen reingeschrieben, das heißt Name, Job, Hobby und Alter, und können das jetzt zum Beispiel in unserer boot.java abfragen. So, wir wollen das Ganze natürlich jetzt noch einmal abfragen. Und wie wir das machen, wir gehen einmal in
hier rein und schreiben einmal zum Beispiel jetzt in unserem Fall tim.printinfos. Das wird direkt hier angezeigt. Ihr seht schon, die Konsole öffnet sich und ergibt alles von Tim aus. Und im Grunde, das ist das Prinzip des Konstruktors. So könnt ihr dann immer weitere Menschen erstellen und könnt viele Sachen viel schneller in wenig Zeit machen. Ja, das war's im Grunde mit der Folge und ich wollte mich nochmal entschuldigen wegen der Mikroqualität. Ich habe das Ganze jetzt im Schnitt festgestellt, mein Mikro. Ich weiß nicht, was damit im Moment abgeht, aber das ist irgendwie kaputt und ich müsste mir da mal ein neues Kabel bestellen. Deshalb, ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen gefixt wird.